Schön, dass ihr alle hier mit dabei seid bei neuen Let's Play in LS17 mit den Murdoch 3338 und Nabend. der Mistkäfer. Nabend. Mistkäfer kennt ihr ja schon aus anderen Projekten und Murdoch teilweise vielleicht auch noch. Ja, mit Sicherheit. Ja, wir spielen hier auf LS17. Wie heißt die dumme Map? Ich habe meinen Namen. Gold Coast irgendwie. Goldcast oder irgendwie. Also nicht wunder, Leute, wir sind ganz Anfänger. Wir haben das Spiel noch nie gespielt. Das ist das erste Mal, dass wir in dem Spiel wirklich sind und spielen. Ohne Mods-Test jetzt. Doch kein Plan, um was es hier geht. Aber es gibt Taschen. Ja, da gab's auch schon immer mit F. Genau. Du, meine andere Frage, kann man jetzt eigentlich zusammen ins Auto einsteigen oder geht das nicht? Ich glaube nicht, dass es geht. Eigentlich nicht. Oder? Meine auch schon. So mit E steckt man ein. Nee. Nee, geht Schade. nicht. Das gibt's noch nicht, das Aber man scheint. kann hinten drauf mitfahren. Ja, aber wenn der Das andere klingt sich ja bewegt, irgendwie dann geht's nicht, oder? nicht. Nee, glaube nicht, Oder oder? fliegt man runter? Mal Warten. ausprobieren. Ja, man Juhu. bleibt stehen. Okay, man kann nicht mal jemanden zusammenfahren. Gut. Wie geht die Aber Map hier. größer 9? Aber wir haben ein 9 ist grünes größer Häuschen 9. hier. Ja, das ist ja der Hof jetzt hier, genau. Das ist unser Hof. Ach Traumhaft. nein. Gott, wenn ich Traumhaft. die alten Wir sind in Schlepper und das sehe. Amerika, die Flagge weht, alles ist wunderbar. Oh, guck mal, wir haben sogar eine Tiefgarage. Können wir da auch was parken? Muss testen. Tiefgarage. Das Tor geht garantiert nicht auf. Normal schon, oder? Nee. Hä, bin ich jetzt dämlich? Man konnte doch Sachen aufheben, oder? Ja, Warum geht aber das? vielleicht nicht alles. Ja, normal ging. Das geht ja normal. Geht das in Multiplayer nicht, oder wie? Oder muss man Kann das man erst probieren. aktivieren? Echt jetzt? Was soll der Dreck? Ich schau nochmal nach. Hier, Objekt zu schwer. Wenn du hier auf den Saatgutbehälter gehst, kommt die Hand. Ja, und hier, normal ist ja das ging auch. Das weiß ich, dass es ging. Das habe ich auch Ja, dann müssen wir umgeschmissen. halt einen Baum fällen. Ja, ist ja Aber das ist egal. auch sehr merkwürdig mit Bäumen. Manche Längen kannst du transportieren, bei manchen sagt dann wieder zu schwer. Ja, ist ja logisch, ne? Wenn der Baum zu Ja, schwer wird, wird er nur zu schwer. trotzdem, die manche sind trotzdem ganz schön riesig. Aber lustig, wenn du dich dann mit der Maus ganz schnell bewegst, fliegt der Baum runter. Ja, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie anfangen, oder? Sag mal, Ja. Fahrzeuge. Ein Case. Ein Case. Oh, das ist. Wir haben Also wir alles haben nur Case. Felder. Was haben wir denn an Feldern? Vielleicht ein Wo bisschen sehen wir denn Farbe. das? Escape. Alles über Escape. Und da hast du die Karten an. Sonst Früchte, alles drin. Wachstum. Also sprich 12, 14 und 15 haben wir. Genau. Man kann in die Karte schon reinzoomen, das ist auch mal cool. Der Stimmt. Maus. Okay, das heißt, es sind eh um meinen Hof herum. Wie cool. Sprich, einmal da drin bei Murdoch und einmal bei hier. Ja. Und da ist drauf Raps, oder? Wächst das bei mir oder Genau. ist das verdorren? Die Geräte stehen ja so drüben, dass du das genauso machen musst. Gut, Also du dann hast den fangen wir einfach Grubber. alle an. Das heißt, du musst dich, glaube ich, Grubber nennen. Genau, das ist schon abgeschnittenes. Und ich habe hinten ein Feld, das muss ausgesät werden. Genau. Was soll ich da anpflanzen? Raps? Ja, irgendwas. Kann man ja mal irgendwie gucken, was momentan so gefragt ist. Ja, Goldcrest. Goldcrest. Aber wie spricht man das echt aus? Goldcrest. Goldcrest. Keine Ahnung. Ja, mal. Also zurzeit würde ich sagen, Raps Raps, ja, Raps ist bei gut. 1456, bald Goldcrest Pacific Green. Genau. Man, diese Blumen werden schon besser, aber die kann man auch nicht ernten, so eine Blumen. Braucht man spezielle Ja. Erntemaschinen, glaube ich. Nee, nehmen wir Ja. Raps. Okay, nehmen wir Raps. Ja, angucken mit Q. Alter, ich habe das Spiel echt schon ewig nicht mehr gespielt. Also eigentlich warst du früher immer G oder war G nur durchswitchen? Das habe ich mich Durchswitchen. vorhin auch schon gewundert. Das war durchswitchen, Da ist noch ein Bass und ein bisschen ja. Ah, Holz. G, X.
Nee, B. So, jetzt haben wir's. Denken. So, dann kann man F1 drücken, dann ist mal der Hardware gut. Dann fahren wir mal. Alter, der Innenkamera fahren ist doch schwierig, ey. Aber naja, das ist normal. Das ist ja alles nicht so. So eine Sache, ey. Aber es gibt jetzt dynamischen Boden. Oder irgendwas, was so aussieht. Ja, die aussehen das halt so. Direkt dynamischer Boden ist ja nett. Leider, muss man sagen. Es tut halt irgendwie, dass die Erde spritzen und. Ja, genau. Dass du eine richtige Animation hast. Die Hügelchen. Das macht's. Alter, wenn du das Schneidwerk nach oben tust, dann siehst du aber nichts mehr vorne. Bist du ein First-First? Ja. Einfach mal testen, just for fun, ey. Ich bin echt am überlegen gewesen, ja, jetzt die letzten zwei Tage, ob ich mir das LS-Lenkrad da kaufen sollte. Irgendwie wird's mir taugen. Ja, da war ich auch schon am überlegen, ob ich mir das hol. Was ist mir halt doch ein bisschen zu teuer noch. Was war eigentlich Ansicht umschalten? Was? Was Ansicht umschalten? Wie Ansicht? C. C, achso. Verschiedene Ansichten. So. Den C sehr. Also ich sag mal so, ich habe ja auch zurzeit kein Geld, weil wegen Krankheit verdient man nicht so gut, ne? Ja. Ja, es ist, sag mal so, wenn man etwas will, kriegt man immer das Geld. Ja, das sowieso. Nur es ist halt schon, kostet noch immer um die 300 Euro, so rum irgendwo habe ich es gesehen. Ja, das ist, naja. Mir gefällt es zwar auch, aber unbedingt testen möchte ich es jetzt nicht. Ja, es ist schon mal cool, aber eigentlich, wenn du so ein anderes hast, so wie das G27, glaube ich, dann geht's ja auch. Ja. Und sonst habe ich ja meine Forstwirtschaftssteuerung da, meine Euro-Steuerung mit zwei Joysticks, dann geht's auch. Das stimmt. Mich würde nur interessieren, ob sie nach Forstwirtschaft. Das Wort Forstwirtschaft auch relativ viel geändert haben oder gar nichts. Ob es jetzt bugfrei funktioniert? Naja, Bug habe ich ja schon rausgefunden. Gleich am Anfang habe ich ja schon wieder dazu hochgeladen. Eine Runde fliegen. Müssen wir dann alle fliegen? Mal schauen, ob der Bug im Multiplayer auch funktioniert. Können wir dann mal machen, wenn wir Forstwirtschaft machen? Ja, eine Motorsäge kostet 1000. Ja, aber dann liegt der Baum irgendwo rum. Das soll schon ein bisschen mit System gemacht werden. System? Ich finde es ja mal gut, dass die Kamera unabhängig vom Fahrzeug jetzt ein bisschen funktioniert. So, wenn du drin sitzt und der Boden sich ein bisschen bewegt und so, bleibst du trotzdem gerade mit dem Kopf. Wie es halt im echten Leben auch ist. Das ist auch nicht so schlecht gemacht. Sie können oben da in dem Fernseher irgendwas anzeigen, das wäre interessanter. Jo. So, oh, miep, miep. Wir können ja dann irgendwann mal bei der nächsten Aufnahmesession Mods, die Originalmods hinzufügen. Das steht zum Beispiel, dass wenn du ins Feld reinfeuerst, dass die Früchte zerstört werden und so. Jo. Was wir ja gesehen haben. Ich meine, die hätten wir eigentlich von Anfang an schon mitnehmen können, gell? Wir uns ein bisschen nachdenken können. Nein. Das ist halt. Wir fahren doch eh nicht durch die Felder. Nee, ab und zu mal schon. Bei Wänden. Das stimmt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so lange dauert, da mit diesen ganzen Feldernten. Ja, wir haben ja jetzt noch die Anfangsmaschine. Ja. Aussehen dauert echt mit der kleinen Maschine. Du, über was reden wir jetzt am besten? Keine Ahnung, du fragst mich Sachen. Frag dich Sachen. Schlag doch mal was vor. Ich rede schon die ganze Zeit. Haben wir einen Kärcher?
Nein. Weiß ich gar nicht, Tom, was du meinst. Aber implementiert ist er garantiert. Ja, das bestimmt, aber ja, schon mein, in... Mein Traktor schaut schon dreckig aus. Das ist nicht gut. Tust du arbeiten oder dein Traktor dreckig machen? Tu mein Arbeit, mein Traktor dreckig machen. Genau, bei Arbeit glaube ich nicht, dass du tust. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Schaut so aus. Fahr auf mein Feld hoch und runter. Einfach im Kreis fahren tust du. Na gut, im Kreisverkehr wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Könnte man eigentlich auch machen. Ja. Aber irgendwie komisch, dass die Fruchtsorten rechts unten blau angezeigt werden, oder türkis besser gesagt. Das ist auch irgendwie rasend. Also jetzt beim Dings. Ja, beim Mähdrescher. So, beim Anhängerinhalt. Genau, ja. Ja, aber ich habe beim Mähdrescher auch sozusagen. Türkis, also, ich weiß ja nicht. Beste ist es nicht, aber trotzdem. Aber da gibt es ja schon wieder Mods, die das dann machen, dass da auch schön unten steht, was es ist. Weil da fragt man sich ja oft, ist das jetzt Gerste, ist das Weizen, ist das das? Das habe ich noch nie verstanden, das ist das Wichtigste für mich. Nee, habt ihr mir zwar schon ein paar Mal beigebracht, welche Symbole was sind, aber ich werde es mir nie mehr. Ich sage nur, dass ich Raps jetzt gewählt habe, nicht, dass ich hier sonst was anpflanze. Raps ist das mit den Kügelchen drauf. Nee, ich glaube, das ist das Richtige. Das sagst du doch jetzt nur so. Und das ohne den Fäden ist Weizen und das andere ist Gerste mit den Fäden. Ja, das weiß ich ja, aber Raps kriege ich immer durcheinander. Ja, und dann... Jetzt gibt es ja dann auch eben Sonnenblumen und so, man, das erkennt man ja sofort. Bist du sicher? Das sind doch die kleinen Grünpflanzen, oder nicht? Ne, das sind die kleinen Schwammerlern, die wachsen da. Ah. Pilze. Hast da eine Pilzen genascht? Ja, hab ich. Die... Achso, du meinst die Handpilze, ja? Naja. Also wie der Mistkäfer, der weiß, dass wie das mit den Pilzen läuft, gell? Der hat genug gegessen bei uns. Genau. Also gab's jeden Tag Parasol. Nee, jeden Tag nicht, aber viel. Aber jeden zweiten, ne? So, haben wir... doch, mach mal. Schlepperchen zum Abladen. Bist du schon voll? Ja, schon, das ist gut gesagt. Was hast du denn schönes getrunken, dass du voll bist? Randvoll, Wasser, Eistee, Raucheistee. Wir haben Franzbranntwein auf Arbeit. Genau, ich muss ja auch nochmal zwischendurch sagen, ich muss mich nochmal bedanken bei Buschbau Media, weil ich habe das Spiel ja gesponsert bekommen. Aber ich habe Post von Giants bekommen. Nee, nicht von Giants. Wohl. Ja, jetzt von Astragon, nicht Giants, ja. Astragon. Ja, es macht einen Unterschied, ob es der Publisher ist oder der Entwickler. Ja. Ja, aber der eine kann nicht ohne anderen, also ist auch. Ja, aber trotzdem, der eine kann es rausgeben und der andere. Der eine kann es und der andere könnte es. Und beide wollen nicht. Genau. Beide wollen nicht, genau. So. Goodie. Also die Animation bei den Laden ist auch ein bisschen besser, kommt mir vor. Der Hänger fühlt sich viel dynamischer. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, was ich noch schade finde, ist, dass wenn man mit der Saatmaschine oder mit dem Opa, weiß ich jetzt nicht, wenn man über den Rand vom Feld kommt, dass der Rand nicht mit zerstört wird oder so. Ja, da gibt es dann sich auch beim Mod. Das sehe aber das Feld jetzt hier nicht so schön aus. Erstens das und es soll ja ein bisschen passen, dass die Felder halt immer gleich sind, sonst kannst du ja unendlich großes Feld machen. Das stimmt auch wieder. Dann hat das mit diesem Kaufen der Felder keinen Sinn mehr. Na, dann kriegst du eine Strafe. Ganz einfach. Ein Abzug von deinem Ertrag. Weil du jeder, also du kaufst dir ja das Feld in der Größe und kannst da nicht einfach irgendwo auf Nachbargrund dann weitergrubbeln sozusagen. Ja, das ist alles möglich. Ja, aber wie macht das wieder zurück dann? Strafe zahlen, dann wird's wieder resettet. Ja. Wäre noch eine Möglichkeit, aber ist wahrscheinlich auch.